Willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars die Skywalker Saga. So, wir zerstören uns erstes Mal den Kyberstein-Kometen und kriegen dafür auch schon direkt 5 Kybersteine. Dann machen wir die Mission, danach machen wir Story mal wieder, aber erstmal landen wir gleich, glaube ich. Na, nee, wir starten es einfach hier raus. Jetzt bleib stehen. Ich möchte mit dir reden. Heute habe ich Schande über meine Familie gebracht. Ich dachte, ich könnte diese Vorräte zur Echo-Basis liefern, aber ich kann es nicht. Ich bin ein Feigling. Ein Feigling! Habt Mitleid mit diesem Feigling und bringt meine Fracht zur Echo-Basis, bitte. Mein Held, so tapfer, so edelmütig. So, bringt bitte diese Vorräte zur Echo-Basis und passt auf die gefährlichen imperialen Schiffe auf. Heiß auf Eis. Natürlich, dann geht's jetzt wieder nach Hoth. Zur Echo-Basis. Den Planeten haben wir schon fertig. Feind anvisiert! Ich weiß gar nicht mehr, wie viel uns noch in Episode 2 fehlt. Ich glaube, es war aber nicht mehr ganz so viel. Also möglicherweise könnten wir Episode 2 jetzt in diesem Part abschließen. Sollten wir kurz den Charakter wechseln, damit wir die Gegner auch sehen. Das wissen wir ja mittlerweile, dass, ja, dass es so einfacher ist. Wir sind das direkt 10 bei der ersten Welle. Na gut. Vielleicht gibt es auch keine 3. Aber ich glaube mal schon, dass es 3 gibt. War bisher nie weniger. So, dort vorne sind. Hier sind die letzten 2. Und da ist der letzte. Und dieses Mal krachen wir in keinen Asteroiden und sterben daran. Einfach geradeaus. Und durch den Stein durch. So, kommt es nochmal oder? Ja, okay. Wie viele werden das denn jetzt sein? Wenn das eben schon 10 war. Waren. Es sind 12, sehr gut. Weil man dann nicht mal sagen kann, ich bin ein cooler Rebell. So, so, ja, du bist raus. Ich bin getroffen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Und weiter. Das ging jetzt deutlich schneller als das vorherige. Kommt mir zumindest so vor. Und ein drittes und hoffentlich letztes Mal. Das glaube ich nicht. Ich will dir doch. Ich will. Ja, gut, dann nicht. Dann jetzt so. Tot. 15 sind es nun. Aha, der hier schießt mit Torpedos. Hier. Können wir auch. Da, irgendwo hier. Da. Und tot. Und wir können weiter. Hier fliegt sogar kein Stein, an dem wir uns verletzen können. Hier ist es sicher. Jetzt, wo die Gegner weg sind. Und dann geht es nun weiter.
So, wo ist der, bei dem wir es abgeben müssen? Ja, wo? Ach so, da. Kurz unter der Raumschlacht durchfliegen. Ich hätte nicht gedacht, dass du es schaffst. Ganz toll. Hätte nicht gedacht, dass du es schaffst. Die Truppen da unten sind schon ganz unruhig. Nichts regt sie so sehr auf wie lauwarme Getränke. Ja, diese Lieferung Eiswürfel wird sie besänftigen. Hast du Zeit für einen kühlen Buschka-Saft, bevor du weiterfliegst? Ach, du bist sicher zu beschäftigt. Ja, sind wir. Du bist ja auch gerade anscheinend sehr beschäftigt mit Sterben. Na gut. Ach, wir haben ja noch eine Datenkarte, dann können wir die mal ganz kurz ausgeben. Gong-Burger ersetzt alle gewöhnlichen Burger durch Gong-Druiden. Lass mir mal an. So. Oh. Episode 2 haben wir ja schon fertig. Dann Episode 3. Und da fehlt auch nicht mehr. Ja, doch, das sollten wir möglicherweise fertig kriegen. K.O. für Count Do. Machen wir. Ob die Gegner in den Level nun auch Gong-Druiden sind? Ich hasse es, wenn ich es nicht überspringen kann und ich verstehe nicht, warum das nicht geht. Egal, was ich drücke, es geht nicht. Und dann im nächsten Level geht es dann wahrscheinlich wieder. Das ist echt komisch. Das Signal des Kanzlers kommt von der Aussichtsplattform, oben in diesem Turm. R2, bleib hier und leite uns. Kein Grund für weitere Aufruhr. Holen wir uns einfach still und heimlich den Kanzler. Ist das heimlich genug, Meister? Wo ist der Imperator? Das habe ich erwartet. Lasst uns. So, erstmal die Herausforderung. Fiepsende Verstärkung. Aktiviere den freundlichen Geschützdruiden. Bruderkrieg. Besiege einen feindlichen Druiden durch einen Druiden seiner eigenen Art. Sauber gewischt. Besiegt die Druidika, wie ein wahrer Schurke es tun würde. Okay, darunter kann ich mir jetzt nicht viel vorstellen. Hier habe ich zwei Ideen. Dafür wechseln wir einmal kurz. Ich habe noch keine Ahnung, wo wir die Druiden finden, nach hier oben. Was sagten die? Okay, einfach nur einen feindlichen Druiden. So, geschafft. Oh ja, okay, das ist richtig. Oh, der kann das? Der kann Granaten werfen? Die Druidika wurde gesagt. Ist das hier der freundliche Geschützturm-Druiden? Hallo. Hallo. Ich bin C3PO. Wie kann ich behilflich sein? Ich sehe ja viel. Sicherlich behilflich sein. Oder? Was hat das nun gebracht? Nichts. Überhaupt nichts. Na, okay. Irgendeine Herausforderung haben wir trotzdem geschafft. Okay. Dann sauber gewischt nur noch. Was ist denn jetzt eigentlich mit der Kamera los? Die dunkle Seite der Macht wird mich diese Aufgabe meistern lassen. Ist gerade ziemlich komisch. Ah ja, Minikit. Das gehört dem Sith. 2 von 5, oder? Ja. Dann müssen wir hier einmal kurz rein. Falscher Charakter. Also die Kamera gerade in diesem Level ist echt ganz komisch. So, 1, 2, 3 Sachen werden angezeigt. 3 fehlen noch.
Ah, hier. Und das? Was bringt das? Aha, hier, Minikit. Das gehört den Zill. Hier ist ja keine Druidika. Die dunkle Seite der Macht. Verdammt, das hätte ich gebraucht. Oder wir nutzen einfach das hier. Nein, wir laufen vorher noch mal ganz kurz zurück. Die Tür ist zu. Wer lacht denn jetzt hier so? Welche Tür ist denn jetzt offen? Wo kommen wir her? Hier. Die ist offen. So. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Hey, wir sind gewerkschaftlich zu einer Pause berechtigt. Unsere Schicht beginnt erst in 10 Minuten. Dann macht Pause. Lasst euch von mir nicht stören. Große starke Idee, die brauchen Hilfe von quietschenden kleinen Droiden. Oh. Jetzt hör mal. So ein bisschen Gequietsche passiert doch jedem Mal. So, Tür ist auf. So, jetzt müssen wir diese Tür irgendwie öffnen. So, hiermit wahrscheinlich. Ich kann hier sicherlich behilflich sein. Okay, wir zerstören einfach irgendwas. Oh. Hört sich das so? Ja, richtig. Nein. Noch nicht. Ah, jetzt ist die Tür auf. Magna-Wahnsinn da drin. Ja, wenn die Kamera halt so blöd positioniert ist, dann sieht man das halt schwer, was da alles drauf ist. Das gehört den Zill. Ich hab keine Ahnung, wo es nun lang geht. Achso, hier ist was. Ja, toll. Was bringt das nun? Gut, dann gehen wir halt den anderen Weg. Druidika besiegen wie ein echter Schurke. Ja, das kann ich eigentlich komplett vergessen. Hör auf. Dürfte ich durch? Also irgendwelche... Ja, an diese Steuerkonsolen da zu gehen, das bringt ja gar nichts. Ja, natürlich. Perfekter Moment. In diese, ich habe für mein Passwortfeld. Kann man da nicht durch? So, aua. Steht wohl noch nicht nah genug dran. Ne, tut's auch nicht. Hier sehe ich aber auch kein Druidika. Aber hier sicher ein Minikit. Das letzte. Ich habe vorherge- So, dann fehlt jetzt nur noch die eine Herausforderung. Magna-Wache, Kampfdruiden. Naja, wo ist jetzt das, was wir suchen? Oh. Trotzdem, Druidika, wo versteckst du dich? Wir brauchen ein Druidika. Nichts an. Aha. Wie soll ich da denn hinkommen? Okay, ich suche mal kurz den Weg. So. Ich habe nachgeguckt, bevor wir jetzt hier noch irgendwas falsch machen. Kann hier sicherlich behilflich sein. Das hier ist schon richtig.
So, wir müssen ihn nicht da lang. Wir müssen den, wo fahre ich eigentlich lang? Wir müssen den da erstmal auf die andere Seite bringen. Ich hoffe mal, die Kamera ist nach dem Level wieder normal. So, hier die Pfütze. Ich hoffe, es geht mit dem. Also mit dem Prediger. Weil normalerweise, habe ich gesehen, wäre da auch noch ein anderer. Der wäre dort wahrscheinlich rausgefahren und den haben wir schon vorher getötet. So, notfalls muss ich das Level halt neu starten. Dann mache ich das kurz. Aber noch hoffe ich mal und glaube daran, dass das so schon funktionieren wird. So, erstmal den richtigen Charakter auswählen. Und dann das hier. So, und abwarten. Es ist schon wieder komplett komisch, dass das nicht funktioniert hat. Vielen Dank, Spiel, dass du nicht... dass das Level hier nicht richtig funktioniert. Jetzt will die Herausforderung nicht und die Kamera ist auch komplett verbuggt. Gut, dann beenden wir kurz das Level. Starten es schnell neu. Töten den Druidiker. Was mache ich denn? Hier muss ich hin. Und dann... und dann gehen wir ganz schnell in das nächste Level. Ich hoffe mal, ich kann das jetzt überspringen. Ja, immerhin geht das jetzt. Keine Ahnung, warum das vorher nicht ging. Manchmal ist das Spiel komisch. Kein Grund für weiteren Aufruhr. Holen wir uns einfach still und heimlich den Kanzler. Ist das heimlich genug, Meister? Nutzlose Jedi, ihr seid zu spät gekommen und jetzt... R2, kannst du uns hier rausbringen? Ich hoffe, er weiß, was er so tut. Seht ihr? Ihr hättet nicht an ihm zweifeln sollen, Meister. Jetzt müssen wir gucken, wie wir hier rauskommen. Das habe ich erwartet. Und dann einmal kurz diese Wand zu kümmern. Die dunkle Seite der Macht wird nicht diese Aufgabe meistern lassen. Jedi, schnappen Sie! Ich weiß nicht, ob wir gerade hier richtig gehen. Ja, doch. Okay, hier ist jetzt offen. So, dann hier rüber. Hier lang. Keine Ahnung, warum wir das Minikit damals nicht hatten. So, jetzt sieht das doch schon ganz anders aus. Nein, du kommst wieder her. So, da ist noch Wasser. Ja, wir haben ihn. Die Herausforderung sollte auch geschafft sein. So unzivilisiert. Wie gerufen, ja, vielen Dank. Ich möchte nur sehen, dass die Herausforderung jetzt geschafft. So, da haben wir sie. Alles geschafft. Level beenden. So, dann geht es direkt in das nächste Level rein. Und dann haben wir Episode 3 zu 100% abgeschlossen. Und dann würde ich mal sagen, haben wir doch einiges in diesem Part geschafft. Naja, immerhin 2 Level zu 100%. Welches Level war das nun? Das letzte? Ne, das war doch das vorletzte.
Aber der Kampf auf Muss. Ich habe das falsch ausgewählt. Als ich die Zwischensequenz. Als ich die Zwischensequenz da schon gesehen habe. Da dachte ich mir schon. Das kennen wir doch schon. Das hatten wir doch schon. Hier ist Showdown im Senat. Müssen wir nämlich. Um nichts anderes. Was ist das mit Yoda und ja, dem Imperator? Und jetzt können wir das auch überspringen, obwohl das eigentlich eine gute Zwischensequenz ist. Am Ende eure Herrschaft ist und nicht kurz genug. Okay, ich kann noch nicht nachgucken. Was spielt denn hier? Okay, alle drei Herausforderungen. Unter ihm ist direkt ein Minikit. Und jetzt gucken wir kurz nach. Eine blendende Idee. Blendet Palpatine mit Hilfe der Leuchten. Aua. Einfluss auf die Macht schwächen wir müssen. Darf ich mal nachgucken? Alle Droiden fliegen hoch. Lass einen Droiden auf Palpatines Kopf. Kopf. Ich hab nur Kopf gelesen. Fall auf Palpatines Kopf fallen. Porto nicht gezahlt. Beende Palpatines Blitzangriff, indem du die Machtblitze. Indem du die Machtblitze direkt an ihn zurücksendest. Okay. Wie? So? Ne, so war falsch. Oh, Mr. Parker nicht hinter der unsichtbaren Wand und wir nicht. Er verschwindet. Wir werden ganz kurz mal. Im Laufe der Zeit viele von denen benutzt ich habe. Das habe ich erwartet. Lasst uns beginnen. Die dunkle Seite der Macht wird mich diese Aufgabe meistern lassen. Ja, damit. Ah, hier liegt ein Minikit. Das ist zwar was Gutes, aber. Ah, okay. Bei dem Scheinwerfer müssen wir anfangen. So, dann sei geblendet. Jetzt hab Schmerzen. Ich würde gern hier hoch. Er schafft es anscheinend nicht. Was soll das? So, er schafft es aber. Nein. Können wir das mehrmals auslösen? Ja, das können wir. Okay. Geh doch bitte wieder in die Mitte. Damit du den Droiden abbekommst. Sehr einfache Aufgabe. Wird zu spät gesehen. Also zu spät die Lösung gesehen. Du gehst nun wieder in die Mitte? Natürlich nicht. So elektrisiert diese Begegnung auch sein mag, ihr seid kein Gegner für mich, Meister ja. Yoda. Ich bin nicht Meister Yoda. Ach ja, natürlich, ja gut. Sieht so aus, als ob wir das Level gleich neu starten müssen. Du, jetzt nimm deinen Blitz wieder.
Ja, daneben. Es ist noch nicht vorbei. Ganz und gar nicht. So, Minicat dort vorne. Und, ach hier. Da hängt er einfach dran. Ob wir das schaffen, das wird nichts. Ah, ja, doch, ganz knapp. Ich streiche lieben Kernbelohnung ein. Okay, damit haben wir alle Minicats. Wie man jetzt die anderen beiden Herausforderungen macht, das weiß ich nicht. Das hier ist er noch. Beende Peppy den Blitzangriff, indem du die Machtblitze direkt an ihn zurücksendest. Möglicherweise kommt das ja noch. Deswegen spielen wir mal weiter. Ja, okay. Ansonsten müssen wir das Level nochmal neu starten, aber müssen wir eh. So, was bauen wir hier? Die dunkle Seite der Macht wird nicht diese Aufgabe meistern lassen. Aha. Ja, toll, wieso? Ah, okay. Ist sogar ein Held, den wir hier haben. Das zu überspringen ist irgendwie auch immer komisch. Muss erst einmal fehlschlagen, bevor es übersprungen werden kann. Jetzt gib mir deine Machtblitze. So, dann nochmal. Au. Okay, ich glaube, wir sollen da noch nicht drüber, aber ich komme nicht mehr weg. Ja, doch, jetzt. Aua. So, und besiegt. So, Level ist neu gestartet. Und ich weiß jetzt, wie man die dritte Herausforderung macht. Als erstes natürlich bekommt er den Ruinen ab. Zur dunklen Seite er ist. Seinen Einfluss auf die Macht schwächen wir müssen. Und dann muss er jetzt gleich wieder angreifen. Ich hoffe, das macht er. Geht er gleich wieder in die Mitte und macht die Blitze. Wenn nicht, dann darf ich nochmal neu starten. Was mir gar nicht gefällt. Okay. Also die Herausforderung in diesem Level. Wir können einfach das gleiche Level nochmal neu starten. Und das Spiel ist abgestürzt. So, wir starten, also nicht wir starten, wir machen kurz im Pause-Menü. Wobei, ich kann es hierbei erzählen. Ich habe das Spiel gerade gestartet und bin direkt hier gestartet in der Mission. Also das hat jetzt wirklich sehr lange gedauert, das Spiel wieder neu zu starten. Sobald wir das jetzt gemacht haben, werden wir, würde ich den Part doch erstmal beenden, weil wir haben jetzt ungefähr 2 Tage später. Also es sind jetzt 2 Tage später. Das Spiel ist abgestürzt und es wollte nicht mehr starten. Ich habe es neu installiert. Also genau, bekommt er neu und jetzt geht's.
und ja, das ist die Hauptsache, es geht jetzt wieder. Hat gedauert. Hauptsache, er greift jetzt mal an. Wenn jetzt eine andere Attacke brauchen wir. So nützt du uns nichts. Ja, was soll ich denn machen? Wann macht er seine andere Attacke, wenn, wo er sich so im Kreis dreht? So, genau das. Und jetzt müssen wir hier das machen. Glaube ich. Ah, ja, so. So, mehr will ich auch gar nicht. Einfach beenden. Wir haben das Level geschafft. Lang gedauert. Also, eigentlich haben wir jetzt 2 Tage für eine Herausforderung gebraucht. Für die man nur eine Taste drücken muss auf dem Controller. Oder Tastatur. Je nachdem, womit man das Spiel spielt. Naja, aber hier bin ich denn jetzt endlich erstmal den Part. Und dann bis zum nächsten Mal.